Herzlich willkommen zur Rennungsfahrzeug in Kultur 2. Da kommt nun. Wir machen jetzt weiter mit Holz und schauen mal gleich mal nach, ob Wachstum gegangen ist. Wir hatten ja vorhin die Meldung gehabt, von der vorherigen Folge zum Schluss. Oder hat die Meldung, da sagt die FPS war im 30, Kellerprinzip. Jetzt schaue ich mal, ob da entsprechend schon was gewachsen ist. Ja, nein. Da ist nichts reif geworden. Unsere Felder sind nicht reif. Leider. Da geht jetzt ab, noch zu voll. War schade, aber gut. Ha, da steht da entsprechend gekuppert. Es war schon gewachsen. Naja, gut. Aber das ist wie gesagt ein Problem mit der ja, mit dem Programm, ne? Was nun genau und an wem, ob man Season oder an Giants. Dass die Mission nur dann fertig gehen, wenn alles gleichmäßig gewachsen ist oder beziehungsweise noch nichts gewachsen ist. Das kann natürlich sein. Aber da ja bei den Feldern ja bei der Größe ist ja leider hier so, dass die Gefahr immer besteht. Aber gut. Wir sind jetzt mal schlauer. So, jetzt ist heute ist kein Wachstum gegangen. Also Mitte Sommer nicht. Also wird es Mitte Sommer Tag 4 normalerweise passieren. Als zum Vermehrten. Ne? Man sagen kann, okay, alle zwei Tage wächst das. Von daher kann man sagen, das kann man sich merken in Zukunft, den Schnitt alle zwei Tage. Ob das für jede Frucht auch gilt, das weiß ich nicht. Ob es überhaupt zählt, gilt, kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe jedenfalls. So. Also heute keine Ernte. Also können wir noch alle Ruhe vorbereiten, wir können unser Lager bauen. Wir können, ja, wir müssen unsere Tiere nochmal versorgen, dass die entsprechend dann versorgt sind. Im Laufe des Tages, wenn es hell wird, bauen wir noch das Lager. Und dann sehen wir weiter. Arbeit ist genug da, also Holz haben wir genug. Dann bringen wir das wohl mal als kleine. Jetzt hatte ich mal eine ganze Woche gemacht, das ist zu viel normalerweise. Da fängt es ja jemand ab. Aber Holz allein ist auch blöd. Bei denen die größten Felder, das können wir mal machen, ne? Sobald es hell ist, werden wir mal schauen. Ja, der Stamm ist zu dick zum Überfahren. Fangen wir oben wieder an, irgendwo da. Mit so einem Baum alleine hier, so einsam. Es wird langsam hell. Ja. Ein bisschen mit Tobi heute, ein paar Fragen aufnehmen. Im Laufe der Woche alles bearbeiten und hochladen.
Aber ich habe das vor einem Jahr noch mal. Er sieht aber wieder reif aus, ne? Aber ist noch nicht reif. Laut Karte ist noch nicht reif. Im Wachstum, gedüngt 100%. Das Vertiefste ist jetzt so, dass es funktioniert, dass man trocknen muss. Hoffentlich kein Regen. Also, das sieht nur so reif aus. Das ist aber nicht reif. Deswegen war um 12:30 im Spiel das kurz mal, ja, die Leistung im Keller ist immer so, ne? Ist aber normal, dass man über die ganze Karte plus den Wachstum durchgeht, dass dann, wenn sich Änderungen eintreten, die das ganze Thema berechnen können. Ich schaue, Leistungsmonitor. Hier hat 50% von Professor hier. Also einfach Anschlag. Und eine Grafikkarte bei 59%. Grafikkarte insgesamt bei knapp 70%. Weil ja OBS auch noch Leistung zieht. Da muss ich ein bisschen auf achten, dass es nicht zu sehr an der Grenze geht. Von beiden her. Sonst kann es sein, dass es Probleme gibt, ne? Qualität her. Und da das gesunde Mittelmaß finden, ist nicht so einfach. Es soll gut aussehen, soll aber auch entsprechend die Aufnahmen passen, ne? Mitte Sommer, mal sehen, was jetzt die Tiere sagen und was Wetter sagt. Jetzt können wir gleich mal gucken. So, die wäre theoretisch die Ende möglich. Also, es geht noch nicht, ist noch nicht reif. Aber wenn man wie gesagt im Herbst aussehen würde, Herbst ist hier, dann wäre das theoretisch machbar, dass es hier auch reif werden würde. So, das ist leider, im Herbst konnten wir hier nicht anfangen. So. Futter reicht noch eine Weile. Und wir haben Pumpe. Da muss ich mal schauen, ob ich auch Pumpe kriege. Unsere Milchkühe. Junge, nächstes Tier in. Was hole ich mir? Eine Zahl sehen. 5,3 Kilogramm. Ah, da sind die Dicken unten. Also die Dicken, in Anführungszeichen, das sind die Kühe, die ein bisschen älter sind. 0,7. Nix. 0,7. 0,7. Nix. 0,6. Also später würde ich die Kühe sortieren, dass wenn es Kälber sind, dann baut man einen extra Stall. Und zwar nach Männchen und Weibchen. Weil das sind ja Kälber, die sind, das sind Weibchen und Kälber, das sind Männchen. Und das ist vom Gewicht her nicht das, was wir jetzt kaufen können. Die Tiere, die man jetzt kaufen kann, sind ja schon etwas sag mal Jungbullen oder Jungkühe. Das ist ja eine ganz andere Gewichtsklasse, ne? Die haben ja dann schon, weiß ich hier, 100 Kilo oder so, keine Ahnung, ob die jetzt zum Preis für den Gewicht haben. Kalb hat ja höchstens 50 Kilo so ungefähr. Kann man auch im Notfall noch tragen, so schwer, naja, schwer, naja gut, schwer. Man kann die noch tragen, also ist nicht gerade zu empfehlen, also vom Rücken, aber im Normalfall kann man die tragen.
besonders wenn man die verladen will, auf einen Autohänger oder so, oder ja, Autohänger, hat man halt früher so gemacht, ne? Man hat sich halt die Tiere rausgeholt zum privat großziehen, ne? Haben sich einige das ausgemacht, zerstören oder deaktiviert. Outright einfach habe ich das entsprechend ausgemacht. Klar, ich will ja nicht den Autodrive jetzt die Frucht zerstören. Ne? Wir haben nachts ja auf 30 gehen können. Ne? Ja, das wäre. Ist ja so, wenn man auf 3 Tage spielt, ist es ein bisschen anders. Da muss man aufpassen, wenn man keine Zeit verschenkt. Aber bei 6 Tagen müssen wir bald beschleunigen, weil es sonst zu langweilig wird. Es sei denn, man hat genug Felder, ne? Dann ist es ein bisschen anders. Ne? Wie gesagt, mit Aura und Kursplay, wir können 2-3 Fahrzeuge nebeneinander arbeiten, das geht das schon. Man braucht halt viele Fahrzeuge, das ist auch nicht. Und man muss halt auch die künstlichen Helfer in Anführungszeichen auch halbwegs intelligent einsetzen oder zumindest sinnvoll. Ne? Ob es für die intelligent ist, ist eine Frage. Wenn wir ja Mais gemacht haben und Silage haben, dann können wir auch sicherlich mehrere Fronten beschäftigen, das Silo voll zu kriegen. Ne? Also das die BGH ist auch eine Arbeit, die gemacht werden muss. Soweit ich weiß, geht auch mit Ausreif. Auch das muss ich mir mal rausfinden, wie es funktioniert. Im Grunde Fahrzeug beladen. Ich habe da hier so einen Überladewagen, der kann auch Silage, dann tun wir sie ein bisschen leichter, wenn der entsprechend im Abfüllen rüberfährt und entsprechend voll macht. Oder ich baue mal eine Rampe davor und dann fahren wir rückwärts in den LKW rüber. Ne? Wäre auch eine Option. Oder mein Traktor geht ja auch sinnlos. Meine Sorge ist, dass morgen Regen kommt. Ja, dass heute schon Regen kommt. 8 Uhr trocken und dann Schauer. Oh. Und wir müssen ernten. Und da wird richtig nass. Wir haben 2 Tage, wo es trocken ist. Samstag und Sonntag. Kann man nur hoffen, dass hier in der Sauerkopf, dass er wirklich trocken macht. Naja. Müssen wir sehen, dass wir es hinkriegen. Und Mais können wir auch machen, ohne dass wir gerade ohne dass das trocken ist. Aber das Geld muss verdient werden. Aber das wird auch ein Tag später reich sein. Das ist gut so. Jetzt haben sie viel Arbeit auf einmal.
So, jetzt haben wir genug Wolle gefällt, denke ich mal. Verkaufen wir eine Fuge und dann wenn wir einmal sehen, wo wir uns wegfräsen. Basile bauen, ne? Dass wir den Hof entsprechend noch gestalten können. Bestimmt. Ja, für einen, der nicht Englisch kann, ist es ein bisschen schwierig, das immer zu erkennen, wie es was richtig ist. Man muss ein bisschen raten dabei. Aber es geht. Zum Anfang ist es ein bisschen blöd. Grundsätzlich lerne ich auch nur von allen, die im Prinzip das im Video auch verwenden. Ne? So, jetzt können wir wieder auf normal gehen, ne? Auf 5. Weil wäre ja Blödsinn. Gibt es irgendwelche Missionen, die wir machen können? Die Sinn machen? Wie gesagt. Große Felder, interessant, Düngen, 12.000, das haben wir nicht los. Felder, die in der Nähe sind vielleicht. 67 Ballen treffen. Gras und Felsen 60, presse die Brand, Gras zum Ball und wickel sie ein und soll halten. Die Ball dann an zu streuen. Fahrzeuge, das ist für 24.000, das ist nur so wenig. Düngen 28, das haben wir schon. Oder? Aber wie ehrlich gesagt, 53 Seelen und da ist noch rein. Wird spät, ne? Na, wir sehen nichts mehr aus. Hier werden wir Holz verkaufen. Dann fahren wir nochmal. Dann bauen wir uns das Silo auf. Machen wir auf, links. Ja. Schön grün hier. Gerade ausschauen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Und hören uns in der nächsten Folge. Ich sag mal, bye bye. Tschüss.